Hallo zusammen, das letzte Mal haben wir uns in Düsseldorf getroffen und jetzt sind wir hier in Landau, nämlich bei der Firma Canatec und treffen den Sebastian wieder. Wir sind hier, weil wir möchten hier einiges einbauen lassen in unseren Gustl. Das machen wir separat, was aber für uns ein ganz interessantes und sicherlich auch für euch ein Thema ist. Das ist das Thema Alarmanlage von der Firma Canatec. Wer sich einen neuen Karthago, einen Niesmann und Bischof oder einen Knaus kauft und dazu eine Alarmanlage bestellt, der bekommt hier schon ein Basispaket von der Firma Canatec mit eingebaut, denn das sind eure Handelspartner, ja. Genau, ja. Und wir wollen die Alarmanlage jetzt im einzelnen Detail vorstellen, und zwar Schutz vor Einbruch, Schutz vor Fahrzeugdiebstahl, Schutz vor Überfällen, Optionen und natürlich last but not least, aber überflüssig in der Regel der K-Sensor. Aber wir verlinken das alles in Kapiteln. Wenn euch was nicht interessiert, könnt ihr einfach nach vorne scrollen. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Der Sebastian und ich sind nach dem Intro online. So, hallo Sebastian. Ja, ihr beiden, herzlich willkommen hier in der schönen Pfalz. Es ist zwar jetzt nicht mehr ganz so sonnig, es ist Aber Dezember, ist immer aber schön. trotzdem schön, genau so ist es. Spargelland seid ihr ja auch, oder? Wir sind auch, genau, Also, unter anderem ja. Weinland, Spargelland, Ende alles April bis möglich. Anfang Juni gibt es hier den besten Spargel Deutschlands. Alle Brandenburger widersprechen, ich weiß, ich kenne das, aber das ist, wir fahren da auch her zum Spargel holen. So, aber das soll nicht unser Thema sein. Unser Genau. Thema ist Sicherheit im Wohnmobil und da ist es der Einbruch. Die Firma Canatec bietet ein Alarmsystem an, was für uns jetzt nicht mehr in Frage kommt, weil wir ein Alarmsystem, ein anderes verbaut haben. Aber wenn wir uns ein neues Fahrzeug kaufen würden, würden wir uns garantiert für Canatec entscheiden und es hat viele Gründe. Und da wollen wir anfangen mit dem Schutz vor Einbruch, Sebastian. Genau, unter anderem hast du ja schon gesagt, unsere OEM-Partner Knaus, Karthago und Niesmann Bischof bekommen von uns Komponenten für ihre Werksalarmanlage. Wir möchten jetzt mal auf das Thema Nachrüstalarmanlage auch eingehen. Wir unterscheiden zwischen drei Optionen bzw. drei Schwerpunkten: Schutz vor Einbruch, Schutz vor Fahrzeugdiebstahl und Schutz vor Überfällen. Ja. Ganz kurz möchte ich nur unterbrechen, wir gehen natürlich dann auch ans Fahrzeug raus. Also das ist Ja. jetzt, wir machen Theorie und Praxis. Wir machen ein klein wenig Theorie und werden dann praktisch draußen am Fahrzeug euch die Anlage in Action zeigen. Ja, Bravo, super, genau. das. Ja, eine klassische Alarmanlage in einem Fahrzeug ist immer originale Fahrzeugtüren, werden über ein sogenanntes Steuergerät abgesichert, über den CAN-Bus des Fahrzeugs. Wir haben in unserem Paket immer eine Funksirene mit dabei. Das heißt, wir schließen nicht an eine Fahrzeughupe an, sondern immer eine Funksirene, die im Motorraum verbaut wird. Der Motorraum ist mitgesichert bei unserer Alarmanlage im Basispaket und auch der Innenraum. Ja, das ist so das Thema Schutz vor Einbruch. Weitere Türen, Klappen, die nicht über den CAN-Bus laufen, werden über sogenannte Magnetkontakte, kennt ihr vielleicht, abgesichert. Nicht nur Türen, sondern auch die Fenster. Türen, Fenster, Klappen, genau. Dachhaube. Ja, oder auch Heckgarage zum Beispiel, Ja, ne? Was ja auch ein großes Thema ist, weil ja meistens da ganz klar. wertvolle Dinge im Fahrzeug dann gelagert werden. Ja. Kurze Zwischenfrage zu den Ultraschallsensoren. Da Ja. wird gemunkelt, dass die nicht so ganz sicher sind. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Reich der Fabeln, sage ich jetzt mal. Die Innenraumsensoren, die natürlich abschaltbar sind. Ihr Ja. müsst euch ja auch nachts im Fahrzeug bewegen können und mal auf die Toilette gehen. Ja. Einfach bevor ihr die Anlage scharf schaltet, das heißt das Auto schließt, abends diesen Knopf drücken im Fahrzeug und dann sind die Innenraumsensoren abgeschaltet, aber der Rest des Fahrzeugs ist gesichert. Aber die Innenraumsensoren sind immer anfällig. Das heißt, wenn ein Tier drin ist oder gar wenn sich ein Mensch, also ein Einbrecher, der die Tür überwunden hat, da drinnen bewegt, dann gehen die los. Ein Ultraschallsensor detektiert Bewegung einer Masse. Das heißt, wenn wir zwei uns da drin bewegen, geht es ganz sicher los. Wenn ein Hund sich da drin bewegt, geht es ganz sicher los. Wenn ein Vorhang zum Beispiel, weil irgendwo ein Klebepad nicht richtig hält und ihr habt was festgeklebt und ein Vorhang rutscht mal so 30 cm runter, das ist auch eine bestimmte Masse mal eine Geschwindigkeit,
da geht es auch los, Aber wenn ja? die Sonne reinstrahlt, geht es nicht los. Nein, nein. Auch wenn eine kleine Fliege sich im Fahrzeug befindet, geht es nicht los. Aber wenn der Wenn, Katze herumläuft oder runter. natürlich, klar. Ich sage immer, Fliege nein, Fledermaus ja. Ne? Also eine Fledermaus zum Beispiel, die hat eine Masse, die hat eine gewisse Geschwindigkeit, das funktioniert. Da würde der detektieren, aber das ist auch der Job des Ultraschallsensors in dem Fall, dass der anspringt, wenn sich eine gewisse Masse bewegt. Ja, das heißt, zeige ich euch später mal beim Thema Fenster einschlagen. Ne? Okay. Das ist so das Thema, ja, wo ich ein bisschen aufräumen will mit diesem Thema Fehlalarm behaftet. Ja? Schutz vor Fahrzeugdiebstahl ist bei uns auch in der Basic-Ausstattung schon mit dabei. Wir haben einen Wegfahrsperrenanschluss, das heißt Anlassstromunterbrechung. Wir arbeiten nicht, wenn das Fahrzeug schon geklaut ist, dass man es stilllegen kann, sondern man kann es gar nicht bewegen, wenn die Anlage geschärft ist. Ja, und das ist halt einfach ein Riesenvorteil. Das heißt, man muss immer den Original-Fahrzeugschlüssel haben, um das Fahrzeug dann auch zu bewegen. Wenn jemand mit einem Schraubenzieher, Entschuldigung, Helle, darfst dann sofort, wenn jemand mit einem Schraubenzieher reingeht und bricht das Schloss auf und möchte dann mit dem Schraubenzieher auch ins Schloss und möchte das Fahrzeug bewegen, das funktioniert nicht. Also für mich ist ja Alarmanlage ein ganz wichtiges Thema, aber es macht keinen Sinn für uns, es umzubauen. Was ich super finde, ist, dass hier rüber über den wasserdichten Schalter lässt sich alles bedienen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Meer gehen will und mein Wohnmobil steht oben, dann nehme ich diese beiden Dinge mit. Nee, eins. Eins. Zu dem sage ich gleich was. Ja, okay. Also eins auf jeden Fall, mit dem lässt sich alles auf und zu machen. Und wenn jemand ins Fahrzeug einbricht, geht die Hupe los. Ja, und wenn ich aber dieses noch mitnehme, dann kann er nicht einmal wegfahren, weil das ist die Wegfahrsperre. Das ist nochmal ein zusätzlicher Schutz für die Wegfahrsperre. Genau, das ist eine Option. Der hier ist immer mit im Lieferumfang dabei. Das ist ein Funk, ein zusätzlicher Funkhandsender, der beim Fiat Ducato zum Beispiel das Fahrzeug auch öffnet und schließt. Wie du schon richtig gesagt hast, ist das Ding wasserdicht. Das heißt, man kann es auch mitnehmen in die Strandtasche und hat dann den großen Originalfahrzeugschlüssel zum Beispiel nicht dabei. Muss man nicht unbedingt mitführen. Was man hier nicht kann, ist Fahrzeug starten, klar. Das ist eine Option. Zu den Optionen komme ich gleich nochmal. Ja? Wie gesagt, Motorhaube ist noch mitgesichert, Fahrzeugdiebstahl haben wir gemacht, wir haben die Türen und die Klappen mit abgesichert. Und jetzt kommen wir zu den Optionen. Du hast es ja schon angesprochen, das ist eine sogenannte Driverkarte und da geht es um das Thema Fahrzeugdiebstahl. Du brauchst zwei Faktoren, das ist eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Du benötigst zwei Faktoren, um die Wegfahrsperre auszulösen. Ja? Das heißt, um die Anlage. Dass die Anlage quasi die Wegfahrsperre freigibt, dass du das Fahrzeug starten kannst. Das heißt, klaut dir jemand den Fahrzeugschlüssel und du hast aber noch diese Driverkarte, dann Kann der nicht kann der wegfahren? zwar ins Auto rein, aber er kann es nicht wegfahren. Und nach 20 Sekunden circa, die Anlage sucht diese zweite Karte, weil die ist ja angelangt an der Anlage und nach den 20 Sekunden geht ein Vollalarm los und der Dieb in dem Fall kann das Auto nicht starten. Also praktisches Beispiel, ich bin am Meer, ich will zum Baden gehen, ich kann meinen Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug belassen, ich gehe einfach, nehme diesen wasserdichten Funkkontakt mit und ich nehme diese Treiferkarte mit und wenn dann jemand einbricht in das Fahrzeug, dann hat er zwar den Fahrzeugschlüssel, aber er kann nicht starten, weil diese Treiferkarte nicht greifbar Genau, ist. genau. Man braucht Also, schon kapiert. zwei Faktoren. Die Driverkarte ist nicht im Basispaket mit Ja. dabei, kann aber optional dazu gebucht werden. Das ist überhaupt kein Das Problem. ist klar, Was ja. noch optional möglich ist, ist ein sogenanntes Ortungssystem, ein Ja. aktives Das haben wir Ortungssystem. hier. Wird betrieben von der Firma Vodafone Automotive. Das ist dann auch der Vertragspartner. Das hat mehrere Vorteile. A ist der Vorteil, das Ortungssystem wird direkt an die Alarmanlage angeschlossen. Das heißt, bist du nicht am Fahrzeug und die Alarmanlage geht los, bekommst du eine Nachricht auf dein Smartphone. Ja, zum Ersten. Zum Zweiten kannst du auch so ein Geofence um dein Fahrzeug legen. Das heißt, da gibt es einen gewissen Radius, den kannst du einstellen und kannst Schutzschirme, sagen, eine eine virtuelle Schutzzone, Schutzschirme, genau, eine ja, Schutzzone. Fährt das Auto aus dieser Schutzzone heraus, bekommst du eine Info auf dein Handy. Da geht kein Alarm los, aber du bekommst eine Info auf dein Handy. Es ist relativ schwer mit dieser Anlage, dass ein Fahrzeug sich aus dieser Schutzzone herausbewegt.
aber es ist trotzdem nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Und das größte Plus an diesem Ordnungssystem aktuell ist, ihr seid im Ausland, in Frankreich, ihr seid der französischen Sprache nicht mächtig und einen hundertprozentigen Schutz, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, den gibt es an einem Fahrzeug nicht. Wir haben da schon sehr viele Barrieren eingebaut für den Dieb, aber den hundertprozentigen Schutz, den gibt es nicht. Es schafft doch jemand, das Fahrzeug irgendwo zu entwenden. Und ihr steht da und sagt, okay, mein Fahrzeug ist weg, mein Hab und Gut, mein rollendes Ferienhaus ist nicht mehr da. Ich habe nur noch das, was ich am Körper trage, beziehungsweise mein Handy. Ich bin der französischen Sprache nicht mächtig. Polizei, wie kann ich mich da verständigen? Ihr habt über die App, die in diesem bei diesem Ordnungssystem mit dabei ist, habt ihr die Möglichkeit, dann in Deutschland bei einem Alarmsender anzurufen. Die sprechen eure Sprache und die helfen euch dann weiter. Mhm. Ja? Die helfen euch dann auch in der Zusammenarbeit mit den Behörden, in dem Fall die französische Polizei bei unserem Musterbeispiel. Die nehmen euch quasi virtuell an der Hand und sagen, was müsst ihr machen und können dann über ihr Netzwerk dementsprechend arbeiten und die kümmern sich dann auch um die Ortung und um die Rückführung eures Fahrzeugs. Das also ist in dem Service mit dabei. Letzteres war jetzt in dieser Option für dieses Vodafone-Zusatzpaket mit diesem Ordnungssystem, was dann auch den Vorteil hat, man bekommt eine Meldung aufs Handy, wenn der Türkontakt aufgebrochen wird zum Beispiel. Genau, wenn die Anlage auslöst, bekommt ihr eine Nachricht. Und man kann dann nachschauen, was da am Fahrzeug ist. Und man kann das Fahrzeug orten lassen, man kann es stilllegen lassen, das Fahrzeug, oder selbst stilllegen. Nee, selbst stilllegen geht nicht. Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ja. Aber man kann über dieses Alarmsender mit der Polizei dann das Fahrzeug orten. Die Polizei kann vielleicht den Täter auf frischer Tat ertappen und kann das Fahrzeug dann wieder zurückführen. Also da ist immer ganz wichtig, die Zeit, die zwischen dem Alarm und der Aktion durch euch in dem Fall stattfindet. Weil Zeit spielt immer dem Dieb in die Karten. Ne? Je länger er Zeit hat, desto mehr Möglichkeiten. Umso mehr kann er machen und so weiter kann er wegfahren. Richtig. Also das ist auch ein Servicepaket praktisch. Das ist, wenn man dieses System sich zulegt, 2 Jahre inklusive dieser Service und ab dem 3. Jahr kostet es dann zurzeit 65 Euro im Jahr. Genau, richtig. Aber dafür ist auch die Chipkarte, also die Telefonkarte ist da auch inklusive. Richtig. Also das ist jetzt der nächste Punkt, den wir dann auch noch demonstrieren. Dann haben wir hier noch, um das komplett zu machen, den Gassensor, der im Prinzip Gasüberfälle ist, die allgemein unter Wohnmobilisten oder unter Camper überhaupt. Wir haben ja schon etliche Videos dazu gemacht zu dem Thema, wird kontrovers diskutiert. Was aber immer wieder dennoch Sinn macht, das ist nicht das K.O.-Gas, was es de facto in der Praxis nicht gibt, sondern das ist ein Gasaustritt, der auch aus dem ganz normalen Gasbetrieb, den wir ja haben, durch ein Leck in der Leitung passieren kann. Und dafür kann man das dann unter Umständen schon machen. Das. Wir würden sowas nicht einbauen, aber es gibt, wir sind ja nicht die Meinung von allen. Ich sage mal, es ist nicht nur der allgemeine Gas, also diese LPG-Gase, Propan-Butan, sondern auch das Thema Kohlenmonoxid. Ne? Ja, Kohlenmonoxid kann auch ein Thema sein, das auch so ein Gaswarner detektiert. Mhm. Wir haben dann nochmal einen Zusatzsensor im Angebot, der schneller die Kohlenmonoxidkonzentration misst. Das heißt, da geht es einfach um Zeit. Der Standardsensor, der wird ja irgendwo so 20, 30 Zentimeter über dem Boden angebracht. So ein Kohlenmonoxidsensor, der wird ein bisschen höher angebracht und detektiert schneller. Also der ist feiner, kann schneller detektieren. Ob man das braucht oder nicht, wie du gerade schon gesagt hast, da kann man drüber diskutieren. Muss jeder für sich wissen, aber wenn man so eine Anlage hat und hier diesbezüglich sensibel ist, kann man sich das mit einbauen lassen. Das ist auch ein Teil, was nicht an die Alarmanlage angeschlossen wird. Das Teil hat eine Sirene intern, das ist eine integrierte Anlage, aber das ist ein autarkes System. Das heißt, wenn der Fehlalarm ist, dann wird nicht der ganze Gegend wach gehen. Richtig, das heißt, du brauchst ja diesen Gaswarner eigentlich nur nachts, wenn du schläfst. Mhm. LPG-Gase riechst du ja, weil die haben ja diesen Stoff drin. Mhm. Aber wenn du nachts sagst, du hast einen guten Schlaf und riechst es vielleicht nicht, machst du abends das Teil an und morgens machst es wieder aus.
wenn das jemand haben möchte. Also wie gesagt, wird nicht an die Alarmanlage angeschlossen. Also nochmal zusammenfassend, das ist ein Rundum-Paket. Ja. Wir kommen auch nochmal ganz kurz zu den Preisen zu sprechen. Wie teuer kommt dieses komplette Rundum-Paket? Das heißt, ohne Gaswarner, diese Option, die kostet, glaube ich, sag mal. Die Option Ordnungssystem liegt bei knapp 400 Euro, knapp unter 400 Euro. Ohne Einbau? Ohne Einbau, genau. Dann kommt dieser Türschutzkontakt? Ja, so ein Türschutzkontakt liegt ungefähr bei, man braucht ja nochmal einen Empfänger dafür, das Empfängerset mit einem Kontakt liegt bei 89 Euro irgendwo. Und pro Tür? Nee, also ein Empfänger und ein Kontakt und pro weiteren Kontakt sind wir bei, ich glaube, bei 60 Euro rum irgendwo. Wobei aber wir haben jetzt, Entschuldigung, bei unserer Standardausstattung, wo schon ziemlich viel im Lieferumfang drin ist, geht es irgendwo bei 300 Euro los. Ah, okay. Ja, also das ist eine Hausnummer. 300 Euro, nach oben muss man dann gucken, zuzüglich Einbau, aber da kann man dann sprechen, je nachdem, was der Kunde dann auch wünscht. Klar. Ich habe ja vorhin schon gesagt, als wir kurz schon drüber gesprochen haben, dass es zum Beispiel auch möglich ist, eine zweite Sirene nachzurüsten. Ja. Je nachdem, wie das Sicherheitsempfinden von jedem Einzelnen ist, können wir da auch noch was machen. Die gibt es auch in Schwarz, ja. Hast du gesagt, also ja. Wenn man da auf die Optik Wert legt. Und damit kann man auch die Fenster absichern. Also wir wissen jetzt, die Größenordnung eingebaut wird direkt in Landau, hier in Karatek. Man kann hier auch übernachten. Und wie die Praxis funktioniert, das schauen wir uns jetzt außen am Fahrzeug an. Richtig, wir gehen mal raus in unser Fahrzeug. Also das ist jetzt schon mal, das ist die Hube. Genau. Und die ist jetzt am Kabel angebunden, aber die funktioniert auch, wenn man das Kabel durchschneidet. Das Kabel ist nur dafür da, um die Hube mit Strom zu versorgen. Aha. Ja? Das hier ist die Antenne, die mit dem Steuergerät kommuniziert. Das heißt, wir haben kein Kabel ans Steuergerät gelegt, sondern es geht alles per Funk. Das Kabel ist rein für die Stromversorgung der Sirene. Wenn jetzt jemand hierher kommt und schneidet das Kabel hier durch, ja, dann sagt die Sirene, ich werde sabotiert. Aha. Und dann geht's hier geht los. Die Alarmanlage los. Genau. Ah, okay. Ja. Das könnte man natürlich jetzt nicht demonstrieren. Nein, das könnte man nicht demonstrieren. Ja. Das, Schäden können wir keine anrichten. Nee, das ist ein bisschen gefährlich. Aber Huben lassen wir es trotzdem. Huben lassen wir es trotzdem, genau, bei dem Thema Innenraumsensoren. Genau. Da möchte ich mal zeigen, wie das Ganze dann klingt dementsprechend. Aber einfach, hier ist die Funksirene verbaut. Hat auch seinen festen Platz, gerade hier beim Ducato im Motorraum. Ja. Genau, dann machen wir es wieder zu. Motorhaube wird gesichert. Ja, das heißt, wenn jemand die Motorhaube öffnen will, unberechtigterweise, und das Fahrzeug ist scharf, dann geht die Sirene auch los. Richtig. Entweder über CAN-Bus, das heißt hier, wir haben einen Ducato 8 hier. Ja. Da geht es schon über den CAN-Bus. Bei eurem Gustl, der ja ein voll integriertes Fahrzeug ist, habt ihr ja keine Originalmotorhaube, sondern eine Hümer-Motorhaube. Ja. Und da gibt es einen kleinen Schalter, der ist im Lieferumfang auch dabei. Und dann ist es ein Kontaktschalter. Das heißt, wenn jemand dann diese Hümer hochmacht und dann geht der Schalter hoch und auch dann wird der Alarm ausgelöst. Also bei Teilintegrierten geht es über den Campus und bei Vollintegrierten geht es dann über andere Möglichkeiten. Ja, ich sage es immer so, alle Fahrzeuge, die eine Original-Motorhaube haben, da geht es entweder über den Campus oder über den Schalter, weil beim alten Ducato oder beim Citroën läuft die Motorhaube noch nicht über den CAN-Bus und bei den voll integrierten Fahrzeugen halt auch nicht, nee. Dann auch mit diesem Motorhaubenkontaktschalter. Ja, aber wichtig ist für die Zuschauer, die Motorhaube ist sicher. Die Motorhaube ist abgesichert, egal wie. Ja? Jetzt schärfe ich das Fahrzeug oder beziehungsweise ich schließe das Fahrzeug ab und schärfe die Alarmanlage. Und das mache ich in dem Fall mit dem Original Fiat-Schlüssel. Aha. Wir haben ja drin gesehen, wir haben den Zusatz-Handsender, den habe ich jetzt mal nicht dabei. Ich habe jetzt nur den Original Fiat-Schlüssel und schließe jetzt das Fahrzeug und es hat zweimal gepiept. Das heißt, die Alarmanlage wird jetzt in eine Vorschärfphase versetzt. Und nach so 20 Sekunden ist die dann scharf. Mhm. Zweimal piepen heißt, auch die Innenraumsensoren sind scharf geschaltet. Wenn es dreimal piepsen würde, heißt es, Innenraumsensoren sind aus. Dann kann man auch nochmal akustisch erkennen, okay, muss ich vielleicht nochmal zurück ans Fahrzeug und muss den Schalter nochmal umlegen oder nicht. Ne? Mhm. Das ist einfach nochmal ein akustisches Zeichen dann für denjenigen. Ja.
Jetzt gehen wir gerade mal hierher. Ich simuliere jetzt mal was. Und zwar, wir haben ja gesagt, Anlage sichert die Türen über den Campus ab. Das heißt, wenn jetzt hier jemand hingeht und geht mechanisch da dran, drückt es rein, macht die Türe auf, geht die Anlage los. Das ist ja bei euch genauso dann teilweise. Oder bei Funkkontakten ist es ja auch so, wenn jemand am Fenster das aufreißt und dann geht es los. So, jetzt haben wir aber das Thema, es wirft jemand die Scheibe ein oder es schlägt jemand die Scheibe ein und möchte reingreifen. Ja, löst bei uns kein Alarm aus, weil bei uns hängt es an der Kontakt an der Scheibe. Das heißt, wenn jemand die Scheibe einwirft, dann bleibt das da oben unter Umständen stabil und dann löst es keinen Kontakt aus. Korrekt. Simulier jetzt mal bitte mit deiner Faust einen Stein. Greif mal rein. Ja, nichts passiert. Du hast den Stein nicht groß genug gemacht, wahrscheinlich. Ich war die Fliege. Aber nochmal, jetzt kommt nochmal die Fledermaus. Und jetzt? Jetzt ist scharf, jetzt kommt die Fledermaus. Jawohl. Also, es bedarf einer gewissen Bewegung, aber wenn ein Mensch oder weiß Gott, ein Kind reinsteigt, ja, wie wir es ja auch oft hören in den südlichen Ländern, dann ist es auf jeden Fall genügend Bewegung, die Innenraumsensorik zum Aktivieren. Genau. Und darauf kommt es an. Und das ist nämlich, wenn ihr keine Innenraumüberwachung habt, dann kann derjenige das Ganze sabotieren. Geht ins Fahrzeug rein und wenn er mal drinnen ist, dann löst ja, uns so nichts mehr aus. Es geht ja auch darum, irgendwo auch sich dass das Fahrzeug sich bemerkbar macht, dass irgendjemand, der drumherum ist, das dann auch mitbekommt. Beziehungsweise, wenn ihr ein optionales Ordnungssystem dann mit eingebaut habt, dass ihr halt dann auch eine Nachricht aufs Handy bekommt, dass ihr sagt als Besitzer des Fahrzeugs, oh, da ist jetzt gerade was losgegangen, jetzt müssen wir mal ans Fahrzeug zurück, ist da alles in Ordnung oder nicht? Ja. Also das wäre jetzt eine Meldung auf der App gewesen, Fahrzeug in den Raumüberwachung hat angeschlagen. Genau, ich gucke jetzt gerade mal, jawohl. So. Wir haben hier die Einbruchsmeldung in der App, ne? Also hier Einbruchsmeldung 6.12. 12.57 Uhr, genau. Also funktioniert. Funktioniert, genau. Und egal. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, selbst wenn wir jetzt sagen, wir möchten es nochmal zeigen, ach, das Thema Mechanik, ne, Campus-Anbindung. Das ist, die Anlage weiß ja nicht, ist es ein Schlüssel oder ist es ein Schraubenzieher. Ich mache es jetzt mal hier manuell auf und dann sagt Campus der Alarmanlage, Achtung, da passiert was. Weil es ja einfach nicht entschärft worden ist vorher. Ich wollte nur ein bisschen hupen lassen. Es kann es sein, dass die lauter ist als unsere? Das oder täuscht es? Ja, liegt daran, dass halt bei euch ist es hier die Fahrzeughupe und bei uns ist es eine externe Sirene. Ne? Ja, aber es ist natürlich europäisch, Entschuldigung Helle, es ist europäisch vorgeschrieben, wie laut so eine Sirene dann auch sein Und bei uns ist es so, dass das am Kabel hängt. Das heißt, wenn das Kabel vorher sabotiert wird, dann geht die nicht los. Und bei der Funk geht es eben immer los. Haben wir tatsächlich auch schon mal gehabt. Wir haben einen Kunde von uns im Hamburger Raum, der unsere Anlage auch sehr, sehr oft und viel verbaut. Und der hatte wirklich einen Kunden. Da wurde die Anlage durch das Kappen der Sirenenleitung dann dementsprechend blind gemacht, beziehungsweise mundtot. Ja, weil blinkt es zwar dann, noch, aber es blinkt noch, aber das interessiert die meisten nicht. Ne? Wie oft wird dieser Alarm wiederholt? Da gibt es auch eine europäische Vorschrift, wie lang und wie oft das dann passieren darf. Ich kriege es jetzt nicht genau zusammen. Ich glaube, es sind 10 Mal und dann 30 Sekunden. Und da hupt es dann auch jedes Mal? Ja. Das heißt, wenn jemand diese Anlage sabotiert, hupt es 30 Sekunden, dann ist Pause. Dann ist Pause, dann hupt es wieder und das dann ein Intervall von 10 Mal und dann ist aber fertig. Ne? Das ist aber europäisch vorgeschrieben. Ne? Und wir sind da, das ist ein europäisches Produkt, wird in Europa produziert und da haben wir natürlich auch alle Zulassungen europäisch, die so ein Produkt auch braucht. Ja. Okay, so das war das Alarmsystem von der Firma Caratec. Herzlichen Dank, Sebastian, fürs Vorstellen. Die Alarmanlage von Caratec ist übrigens eine altbewährte Anlage. Das ist nämlich das frühere Cobra-Alarmsystem. Haben wir selber gefahren im James Cook. Und das war altbewährt, hat gut funktioniert. Die Alarmanlage war ein bisschen eine Zeit lang nicht mehr so präsent am Markt.
bis die Firma Caratec eingestiegen ist und es jetzt wieder abgedatet hat, 2.0 sozusagen. Ja, wir haben, sie war schon länger am Markt, unter einem anderen Namen. Wir haben dem Baby jetzt ein bisschen einen anderen Namen gegeben, wir haben unseren Namen dran geschrieben. Die Komponente kommen weiterhin von der Firma Cobra, also Vodafone Automotive, aber wir nennen sie jetzt Caratec Secure Wohnmobil-Alarmanlage. Und ja, wenn ihr da Informationen braucht, ruft uns an, meldet euch bei uns. Ich denke, Kontaktdaten können wir ins Video unten drunter packen. Genau, perfekt. Und wir sehen uns ja dann demnächst auch wieder. Ihr habt ja noch ein kleines Projekt mit uns vor. Komme ich gleich zu sprechen drauf. Und dann sehen wir uns spätestens wieder auf der CMD Halle 7. Korrekt. Firma Caratec, könnt ihr den Sebastian oder sonst jemanden ansprechen. Alles kompetente Leute, die sich auskennen am Stand. Caratec ist ein kompetenter Aufrüster, was Elektronik angeht, in jeder Hinsicht. Navigationssysteme, Lautsprechersysteme, haben wir schon mal ein Video drüber gemacht, ein kurzes Video. Und was wir uns doch interessieren oder einbauen lassen, das ist ein zweiter Monitor für unser Rückfahrsystem und vor allen Dingen auch für seitliche, Stichwort elektronische Außenspiegel. Und dann haben wir noch ein Lautsprechersystem, aber das sind jetzt alles noch ungelegte Eier. Wir kommen am 9. Januar kurz vor der CMD nochmal vorbei und bringen dann auch auf der CMD schon die ersten Erfahrungsberichte mit. Herzlichen Dank fürs Vorstellen. Ich hoffe, das war für euch interessant und vielleicht sehen wir uns auf der CMD oder ihr schaut mal beim Sebastian vorbei. Ja, oder bei meinen Kollegen natürlich hier im Service Center. Gute Zeit, wir sehen uns bis bald. Tschüss. Ciao.